Ein Glück ist Giovatz das dümmste Pokémon aller Zeiten, ey. Das war richtig knapp. Und der Kingstein hat uns echt überhaupt nichts gebracht. Aber wir haben gerade so gewonnen. Boah, jetzt ist mir echt heiß geworden hier. Okay, alles gut. Der Fehlkampf steht bevor. Der Trainer ist ein Fachmann für Pokémon vom Typ Boden. Das ist ganz cool, ne? Sein favorisierter Kampfstil, frei und bedenkenlos. Möchtest du vor dem Kampf ein Pokémon tauschen? Nö, weiter geht's. Ja, dass wir Psyana vorne haben, ist ein bisschen knifflig, weil Psyana halt nur gegen manche Pokémon wirklich sich gut aufpowern kann. Aber mal schauen, was wir jetzt hier erwischen. Bestimmt nichts Cooles. Kapaloris. Okay, ich glaube, das ist sogar einigermaßen cool für uns, um uns aufzupowern. Ich würde sagen, einmal Gedankengut. Und dann schauen wir mal, was Kapaloris einsetzt an Attacken. Es könnte sowohl Angriffs- als auch Spezialangriffsattacken können. Surfer, okay, gut, ist schon mal... Ja, ich wünschte mir für Psyana eigentlich noch viel eher irgendwas wie Überreste, was uns nochmal ein bisschen hilft. Was haben wir denn? Eine Prunusbeere. Ist jetzt nicht so prickelnd. Ja, nochmal Gedankengut. Aber dann müssen wir auch schon bald Staffette wieder einsetzen, was natürlich auch ein bisschen kacke ist. Wenn wir es so früh machen müssen. Regentanz. Oh, oh, oh. Das stärkt dann auch den Surfer nochmal. Okay. Aber wir haben nachher sowieso Sonnentag auf unserer Seite. Dennoch glaube ich, dass wir einen Surfer überleben müssten, weil wir uns ja auch nochmal aufgepusht haben. Jetzt auch nochmal zusätzlich. Bin ich guter Dinge. Wir pokern hier natürlich wieder so ein bisschen, ne? Ein Volltreffer und das war's. Aber ich denke, den Surfer packen wir. Ja, packen wir auch. Ich könnte jetzt auch nochmal das Ganze machen. Aber möchte ich ehrlich gesagt nicht. Ich möchte das Risiko jetzt nicht weiter eingehen, sondern wechsel wieder auf Meganie. Wo wir jetzt erstmal wahrscheinlich einen Surfer abbekommen werden, der aber so gut wie... Donnerschlag, okay. Nicht paralysieren, dann ist alles gut. Ja, hervorragend. So, Surfer wäre dennoch die bessere Alternative gewesen, mein Freund. Könnte ich auch nochmal Lichtschild einsetzen, um den Schaden nochmal richtig zu senken, aber eigentlich brauchen wir das nicht. Erstmal Sonne machen, damit ist der Surfer schon mal komplett eliminiert. Keine Chance mehr. Ja, schaut euch an, wie viel das abziehen wird. Ah, 14 KP immerhin noch. Soll ich noch das Lichtschild zusätzlich machen? So, und dann schauen wir mal, wie viel so ein Solarstrahl denn dem guten Kapaloris abzieht. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ist ja normal effektiv, weil Pflanze Wasser, auf Pflanze nicht sehr effektiv, auf Wasser sehr effektiv. Könnte also demzufolge reichen. Tut es auch. So, und dann kommen ja jetzt noch zwei Boden-Pokémon, was? Nidoqueen. Ah, schade, ein Gift-Typ mit drin. Könnte auch gefährlich werden für uns. Allerdings dürfte Nidoqueen das eigentlich nicht überleben. Ist eben auch normal effektiv, aber unser Spezialangriff ist doch relativ in die Höhe getrieben worden. Von daher denke ich mal, dass es reichen wird. Yep. Und ja, dann kommt noch ein weiteres Boden-Pokémon, was jetzt... Wo es jetzt auch nicht so unbedingt was gibt, wo ich mir denke, boah, da habe ich jetzt mega Angst vor. Ja, vor Lepomentas auch nicht. Lepomentas, da ist Solarstrahl sogar endlich mal wirklich sehr effektiv drauf. Und von daher dürfte es das gewesen sein. Außer es trägt jetzt irgendwie sowas wie Fokusband heißt es, glaube ich, ne? Wo man manchmal mit einem KP überlebt. Das ist auch ganz cool. Hin und wieder. Ja. Gut. Der Kampf war dann wiederum sehr, sehr easy. Aber die Strategie finde ich auch ganz cool mit Staffette und dass wir dann ein Pokémon haben, was auf Spezialangriff angreift. Ich hätte da lieber noch irgendwie was, ja, keine Ahnung. Der fünfte Kampf steht bevor. Weiter, ich habe mich blablabla, Trainer scheint keine Vorlieben. Ja, dann möchte ich auch nicht wechseln. Nee, alles gut. Ich wünschte mir noch irgendwie so ein Pokémon, wo ich nicht Solarstrahl immer vorher einsetzen müsste, sondern wo ich direkt angreifen könnte. Also zum Beispiel Psyana aufpowern. Und dann wechseln auf Gengar. Zum Beispiel. Oh, nach Tara. Das ist ja schon mal richtig mistig. Es wird wahrscheinlich mit einer Unlichtattacke angreifen. Was jetzt nicht so prickelnd für uns wäre. Was trägt... Was kann Aerodactyl nochmal für Attacken? Feuerodem, Antikraft, Brüller. Ich weiß nicht, sollen wir schon wechseln? Oder gehen wir das Risiko ein? Ich glaube, wir gehen das Risiko ein, ne? Ja, doch, komm. Komm. Wir pushen uns einmal. Dürften wir eigentlich eine Finte überleben? Denke ich schon.
Oh. Einfach mal gewechselt. Okay, von mir aus. Galoppa könnte auch was einsetzen, was auf den auf die Verteidigung geht. Deswegen setze ich auch mal Charme ein. Sowas wie Sprungfeder oder Stampfer oder sowas in die Richtung ist sicherlich drin bei Galoppa. Doppelkick, seht ihr? Genau, da war Charme auf jeden Fall die gute Alternative. War dumm eigentlich, dass er nach Tara damit Staffette ausgewechselt hat. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. War gut, dass wir nicht gewechselt haben. Definitiv. Schützt Charmschild, Charmschild, ja genau. Schützt Schutzschild eigentlich auch vor Charme und sowas, vor Heuler und so. Ich weiß gar nicht, ich glaube schon, ne? Guck mal, wir haben jetzt eigentlich kein Problem. Wir können uns jetzt hier einfach richtig aufpushen. Richtig übel. Ja, dann hauen wir Galoppa mit einer Psychokinese weg. Könnte mir nicht vorstellen, dass Galoppa da irgendwie auch nur ansatzweise was entgegensetzen kann. Ich meine, mit Feuerattacken vielleicht, aber es kann Schutzschild, Doppelkick und Ruckzuckhieb. Das heißt, es hat maximal noch eine Feuerattacke. Ja, und guckt unsere Spezialverteidigung an mittlerweile. Keine Chance, für Galoppa da durchzukommen. Ja, ihr seht auch, dass das nicht viel bringt. So, wie oft haben wir jetzt Gedankengut schon eingesetzt? 5-mal war, glaube ich, ne? Genau. Dann pushen wir es einfach mal aufs Maximum. Ist vielleicht ein bisschen unnütz, aber so sollten wir überhaupt keine Schwierigkeiten haben, irgendwen wegzuhauen. Selbst wenn wir auf Aerodactyl wechseln würden, da bringt uns ja der Push sozusagen auch noch was. Mit Feuer-Odem. Feuer-Odem benutzt ja den Spezialangriff. Ja. Auf jeden Fall auf Wiedersehen, Galoppa. Da kam jetzt mal ein Volltreffer durch. Da sieht man gleich, dass die negativen Effekte dann neutralisiert werden. Wie zum Beispiel Charme. Tja, aber hat ihr dann letzten Endes auch nichts gebracht. Und jetzt kommt Nachtara wieder. Ja, war auf jeden Fall ein kluger Wechsel von dir. Ich zeig dir mal, wie man Staffette richtig einsetzt. So zum Beispiel. Tschüss, Nachtara. Und herzlich willkommen, Meganje. Mal sehen, was Nachtara jetzt vorhat. Ob es jetzt wieder wechseln wird? Wer weiß, wer weiß. Na gut, mit Konfusstrahl habe ich ehrlich gesagt gerechnet. Habe ich auch davor gerechnet. Mit Finte oder mit Konfusstrahl. Ja, wir werden Sonnentag einsetzen. Lichtschild ist eine relativ unnütze Attacke für Meganje. Besonders, wenn wir dann diesen Trick mit Staffette machen. Da hätte ich irgendwie Reflektor lieber, was uns dann in der Verteidigung auch nochmal ein bisschen was bringt. Oh, wie viel wird das jetzt abziehen? Da bin ich ja mal gespannt. Immerhin noch 12 KP. Gar nicht mal so schlecht. So, und jetzt Solarstrahl werden wir uns wahrscheinlich selbst angreifen. Ja, habe ich erwartet. Zieht aber nicht viel ab. Staffette kommt jetzt, okay. Boah, ich dachte schon, er setzt jetzt Dings ein. Ich habe nur Ninja gelesen und dachte Ninja-Tom. Oh no. Das wäre echt gut. Feuerschlag, okay, das dürfte jetzt einiges auch tatsächlich abziehen, trotz unserer hohen Verteidigung. Aber Simsalat, das hier zieht auch eine ganze Menge ab. Darauf kannst du dich gefasst machen. Ja, und dann bleibt das Nachtara noch übrig und wir sind nicht mehr verwirrt. Das bedeutet, wir dürften Nachtara jetzt auch endlich besiegen können. Alles bloß nicht Synthese jetzt einsetzen, sondern direkt drauf, bevor es uns wieder verwirren kann und den Kampf nochmal hinauszögert. Schön, dass Nachtara hier immer alle Pokémon einwechselt und die... Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht so richtig, was das hier sein soll mit Nachtara. War jetzt nicht unbedingt clever eingesetzt. Das gute Kätzlein. Ja, aber den Kampf haben wir auch gewonnen. Wunderbar, so kann es laufen. Entschuldige mich bitte. Ich muss mal ganz nötig auf die Toilette. Verdrücken mich. Mich verdrücken dahin. Ihr versteht schon. Ich kann kein Deutsch. Mensch, meckert das immer. Ja, ich habe mich über deinen nächsten Gegner erkundigt. Der Trainer ist einfach mal für Pokémon vom Typ Pflanze. Nee, ich wechsle dennoch nicht. Gut, da wird uns Meganje jetzt tatsächlich recht wenig bringen. Außer vielleicht gegen das eine Pokémon. Aber zwei sind mindestens vom Typ Pflanze. Psyana könnte uns was bringen. Und spätestens Aerodactyl mit eben Vilje. Ah, herzlich willkommen zurück, Vilje. Hatten wir ja schon ganz am Anfang, ne? Mit Aeroas könnte halt auch Dings noch was bringen. So, erstmal wieder den Angriff senken. Das ist mir relativ wichtig. Falls es Erdbeben oder Felsgrab oder irgendwie was in die Richtung kann. Ah, es setzt wieder Barriere ein. Okay, also Aerodactyl würde uns hier jetzt nichts bringen. Das heißt, wir müssen uns auf Psyana verlassen. Gedankengut. Hui. So, was setzt Vilje ein? Wieder Barriere. Konfusstrahl. Oh, das ist echt... Das ist nicht so nett, muss ich zugeben. Ah ja, wir haben ja eine Prunusbeere, stimmt. Endlich bringt die uns auch mal was. So, nochmal Gedankengut. So, was kommt jetzt?
Nochmal Konfusstrahl. Ah, okay, sind wir halt nochmal verwirrt. Nochmal Gedankengut. Mal gucken. Ja, kommt durch, sehr gut. Spezialangriff sollte damit schon mal sehr, sehr hoch sein. Spezialverteidigung ebenfalls nicht zu verachten. Steinhagel. Ah, jetzt wird sich entscheiden, ob wir Charme vielleicht zu wenig eingesetzt haben. Nee, nicht wirklich. Aber ich würde es gerne nochmal einsetzen. Nur zur Sicherheit. Okay, erstmal selbst ein bisschen Schaden zugehauen. Barriere kommt nochmal, okay. Und nochmal Charme. Nicht mehr verwirrt. Sehr gut. Dann ist der Angriff jetzt auch nochmal ziemlich down. Und dann, weiß ich nicht, sollten wir Vilius schon angreifen? Wir haben uns jetzt dreimal gestärkt, aber... Ja komm, einmal noch, einmal geht noch. Ich hoffe, dass jetzt nicht wieder Konfusstrahl kommt. Aber wird's wahrscheinlich, oder? Gigasauger, okay, alles gut. Dürfte kaum was abziehen. Sehr gut. Und jetzt geht's in die Offensive, dann mit Psychokinese. Gute Nacht, Vilje. Und dann schauen wir mal, dass die jetzt nicht noch ein Unlicht-Pokémon haben. Also ein Pflanzen-Pokémon kommt auf jeden Fall noch. Pflanze-Unlicht gibt es nicht, soweit ich weiß. Gibt's... Nee. Aber es könnte halt so ein Unlicht geben. Doch, es gibt Pflanze-Unlicht. Ah, Mist. Mist. Tengulist ist Pflanze-Unlicht. Ja gut, dann wechseln wir auf jeden Fall. Und zwar auf Aerodactyl dieses Mal. Können wir mit Feuerodem angreifen oder mit Dings? Ich weiß nicht so genau. Mit Aeroas, was jetzt besser ist von beiden. Aeroas ist halt, geht halt auf den Angriff und ist sehr effektiv. Und Feuerodem ist halt gepusht, aber ich denke, Aeroas dürfte sich immer noch ein bisschen mehr lohnen. Mal schauen. Mal schauen, aber wir haben auf jeden Fall auch was, um auf die Spezialverteidigung sonst notfalls zu gehen. Hat leider nicht ausgereicht. Finde. Okay, dürfte jetzt nicht viel abziehen. Spezialverteidigung dürfte ja sehr hoch sein. Dürfte. Alles dürfte hier. So, okay. Und dann steht es 2 zu 0. Wir haben noch kein Pokémon verloren, während unser Gegner nur noch eins hat. So sieht's aus. Yugong. Okay, Yugong ist jetzt nicht so cool, aber ich würde es mal versuchen zu paralysieren. Mogelhieb kommt erstmal. Gut, von mir aus. Ich würde es trotzdem weiter versuchen zu paralysieren, zumal eben unser Spezialangriff auch recht hoch ist. Ja, ein zweites Mal bringt der Mogelhieb nichts. Aber es ist... Ah nee, ich wollte gerade sagen, es ist angsteinflößend, dass du schneller bist, aber Mogelhieb greift ja halt nur als erstes an. Okay, wie ihr seht, bringt das noch nicht allzu viel. Dann schauen wir mal, wie viel Antikkraft im Gegensatz dazu bringt. Ja, etwas mehr. Jo, auf jeden Fall etwas mehr. Sehr effektiv doch tatsächlich, okay. Also Gestein auf Eis war doch sehr effektiv, alles klar. War ich mir nicht mehr ganz sicher und hab's lieber nicht angesprochen, bevor ich mich hier vor euch blamiere. So, Feuerodem und gute Nacht, Yugong. Sehr gut, dann steht jetzt der letzte Trainer dieses Durchgangs an. Wer weiß, vielleicht schaffen wir es ja diesmal zur Kampfkoryphäe. Mit diesem Team wäre ich echt zuversichtlich, dahin zu gelangen. Allerdings werden wir beim nächsten Mal, beim nächsten Run wieder ja, vom Glück abhängen. Abhängig sein. Ja, dass wir da auch wirklich wieder ein gutes Team kriegen. Wenn wir wieder so eins bekommen wie eben im Run davor, dann gute Nacht. Mann, ich komme immer gegen das Mikro. Das habe ich echt irgendwie gerade ein bisschen scheiße positioniert. Aber egal. Kapaloris wieder. Mein guter alter Freund. Kapaloris. Na hallo. Schön, dich zu treffen. So, erst einmal Gedankengut. Kapaloris kann, glaube ich, auch Spukball, ne? Sollten wir auf jeden Fall auch Charme noch einsetzen. Vielleicht hätten wir es als erstes machen sollen. Werden wir jetzt sehen. Nö. Surfer. Okay, dann scheint es wieder dieses Kapaloris zu sein mit Surfer und Donnerschlag. Dann setze ich jetzt weiterhin Gedankengut ein, um uns zu pushen. Dann werden wir wieder auf Meganie wechseln. So sieht die Strategie erstmal aus, die hoffentlich aufgehen wird. Surfer, sehr gut. Immer rauf da. Ja komm, Risky, Misky, Disky. Los geht's. Wir müssten es überleben, außer es ist ein Volltreffer. Dann haben wir keine Chance. Komm schon. Alles gut. So, jetzt Staffette. Oh, wir könnten zwar noch einmal einsetzen, aber wir wollen es mal wieder nicht übertreiben. Und dann, Meganie, hallo, herzlich willkommen. Sie dürften wieder kämpfen. Donnerschlag, wie vorhin, ne? Jedes Mal, wenn ich wechsle, setzt es Donnerschlag ein. Voll das Déjà-vu. So, dann jetzt Sonnentag. Allerdings hat es keinen Regentanz eingesetzt. Von daher scheint jetzt einfach nur so die Sonne. Und wenn es jetzt Regentanz einsetzen... pushen wir den Feuerschlag auch nochmal ordentlich durch unseren Sonnentag. Aber alles gut.
Kabalurus dürften wir ja jetzt vernichten können und dann können wir uns spätestens im nächsten Zug heilen. Jo, so sieht's aus. Dann dürften wir das erste Pokémon besiegt haben. Der hatte jetzt keine Vorlieben für einen bestimmten Typ, ne? Das heißt, Pflanze und Wasser dürfte eigentlich nicht mehr vorkommen. Oh, Logok, das ist echt mies. Gleißendes Sonnenlicht. Oh, das ist mies. Das ist mies. Soll ich es trotzdem weiter versuchen mit Meganie? Ich denke, ne? Komm, wir setzen erstmal Lichtschild. Okay, es setzt Doppelkick ein. Was auch nicht unbedingt dumm war, aber es macht mir Angst, dass es schneller ist. So, Lichtschild. Damit sind wir schon mal vor Feuerattacken, denke ich, geschützt. Hoffe ich. Und ich hoffe, dass wir dazu kommen, Synthese einzusetzen. Dann haben wir noch eine Chance. Ja, danke schön. Warum auch immer, setzt Logok Konter oder Spiegelcape oder sowas in die Richtung ein? Könnte sein. Mal schauen. Brüller! Oh nein! Aber Meganie ist zumindest geheilt. Das ist ganz gut. Das heißt, wir haben noch ein vollkommen fittes Meganie zur Verfügung. Psyana ist nicht ganz so fit mehr, aber vielleicht können wir mit Psyana Logok einfach so besiegen. Denn Logok ist ja ein Feuerkampf-Pokémon. Und Psycho auf Kampf ist sehr effektiv. Psyana ist kein schwaches Pokémon und besiegt Logok One-Hit. Also besser hätte es jetzt nicht laufen können, außer dass natürlich unser schöner Boost ein bisschen weg ist. Aber mein Gott, das soll uns jetzt nicht weiter stören. Ampharos. Ja komm, wir greifen einfach an, machen schon mal ein bisschen Schaden. Aerodactyl wäre nicht allzu gut aufgehoben gegen Ampharos. Regentanz. Das ist sogar einigermaßen nett von dir. Wahrscheinlich trifft Donner jetzt. Oder würde es Donner einsetzen? Donner trifft, glaube ich, ziemlich genau bei Regen. Ich glaube, zu 100% würde ich sogar vermuten. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Aber auf jeden Fall war das bei Kyogre zum Beispiel immer so. Kyogre hat ja die Fähigkeit, dass es eben... Oh. Nett, Psyana, nett. Hat ja die Fähigkeit, dass es... Psyana hat alle drei Pokémon besiegt, ne? Dass es das alles immer regnen lässt, macht Kyogre ja. Und wenn man Kyogre dann Donner beibringt, ging Donner bei mir, glaube ich, nie daneben. Oder einmal im ganzen Spielverlauf oder sowas. Aber das kann auch an was ganz anderem gelegen haben. Na gut, das war's dann mit diesem Run. Ich weiß gar nicht, ob ich den Cut jetzt hier vor schon gesetzt habe oder jetzt setze. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich jetzt ganz kurz eine Pause hier einlegen, was trinken und dann geht's weiter in die nächste Runde. Oh, meine Hand ist total verkrampft. So, ich würde sagen, weiter geht's gleich mit dem zweiten Run. Wir gucken mal, was war denn unser Rekord? Eine Siegesserie von 12. Okay, wir brauchen aber 20 Siege, um dann gegen die Kampf-Koryphäe antreten zu können. Wird noch ein bisschen dauern bis dahin. So, wir haben jetzt im Moment 7 Siege in Folge und wir hoffen mal, dass wir das ausbauen können. Auf 14, optimalerweise natürlich. Ja, mal schauen, ob meine Fähigkeiten und unser Glück dafür ausreichen. Viel hat mit Strategie zu tun, klar. Aber viel auch mit Glück. Das kann man nicht anders sagen. Wenn man am Anfang scheiß Pokémon zur Auswahl hat, wird es ganz, ganz schwierig. Da muss man sein Team erstmal aufbessern und dazu muss man natürlich erstmal gewinnen. Scaraborn gefällt mir schon mal gut. Lamus ist jetzt auch nicht schlecht. Cedraking, Meditalis, Bisaflor. Ja, wir haben zumindest eine Auswahl. So, wir haben hier ein Kravums, ein kauziges. Okay. Mit exakt selben Angriff und Spezialangriff. Und exakt gleicher Verteidigung und Spezialverteidigung. Was ist denn los mit dir? Junge, Junge. Sonntag, Solarstrahl, Erdbeben und Konter. Okay. Dann haben wir Scaraborn. Und Frohes. Also nichts, was einen Angriff stärkt, sondern wahrscheinlich Initiative. Hat eine Prunusbeere. Vielender, Erdbeben, Anziehung. Ist ein Weibchen. Das ist schon mal gut, weil die meisten Pokémon sind, glaube ich, männlich. Protzer. Gefällt mir ganz gut erstmal. Besonders, weil die Verteidigung dadurch ordentlich aufpoliert werden kann. Dann haben wir einen Lamus mit Gedankengut. Das finde ich auch. Ich finde immer gut, wenn man sich aufpushen kann, ehrlich gesagt. Es zögert zwar ein bisschen Zeit raus, aber man kann sich ziemlich unbesiegbar machen dadurch. Eisstrahl und Surfer dann als Attacken. Okay, dann haben wir noch Seedraking. Mit Surfer, Eisstrahl, Feuer, Rudem und Erholung und Namarun wäre, genau. Was hat Lamus? Überreste, okay. Und eine Salkarbeere, stimmt. Meditalis hatten wir ja auch schon, ne? Steigert ja den Angriffswert, okay. Gegenschlag Psychokinese. Psychokinese finde ich jetzt nicht so prickelnd, ehrlich gesagt, für diesen. Nee. Das finde ich jetzt nicht so geil. Und dann haben wir noch Bisaflor, ein kühnes, also eins, was die Verteidigung erhöht bekommt. Gigasauger. Ah, Ekelsam ist natürlich ganz cool damit. Und dann Doppelteam.
Ja, und dann Lichtschild, um sich noch so ein bisschen zu schützen. Ja, okay. Ganz interessant. Und Blendpuder noch dazu. Das könnte ein sehr nerviges Pokémon sein für die Gegner. Alles klar, alles klar. Ein interessantes... eine interessante Auswahl. Scaraborn, Lamus, Sedraking und Bisaflor kommt für mich in Frage. Und ich möchte mich natürlich zwischen Lamus und Sedraking erstmal entscheiden. Genau, wir hatten das hier ein mäßiges und hier auch ein mäßiges. Hier mit einem 221er, hier etwas höherer Spezialangriff, hier eine hohe Initiative. Surfer Eisstrahl, Feuerodem als Auswahl. Hier Surfer Eisstrahl und Gedankengut und Gena und hier Erholung. Und hier halt Überreste. Verteidigungswerte sind aber bei Sedraking sogar höher. KP auch bei Sedraking höher. Dann nehme ich Sedraking. Würde sogar fast sagen, Sedraking als erstes, weil es ein bisschen was aushält. Und Scaraborn und Bisaflor dann so als Alternativen hinten dran. Ja, bin ich einverstanden mit. Mal schauen, wie das so sich ergeben wird. Ob es ein gutes Team ist oder ein schlechtes. Ob die Auswahl jetzt doof war. Werden wir mal sehen, wie das Ganze laufen wird. Ob wir hier bestimmte Taktiken anwenden können oder ob die Gegner uns einfach weghauen. Wie nix. Pixie als erstes, okay, und wir haben leider nicht Scaraborn vorne, schade, schade, sondern Sedraking. Ist schon mal nicht optimal dagegen. Nicht optimal. Ich würde es gerne versuchen zu paralysieren, das wird mir schon mal gefallen. Weil dann könnten wir, zieht doch einigermaßen ab. Mal gucken, wie viel das abzieht, nicht so viel, denke ich mal. Geht. Dafür, dass Sternhieb die stärkste Stahlattacke ist, glaube ich, im Spiel bisher. Ist das ganz in Ordnung? Oh, Doppelteam. Das ist... Oh, das könnte nervig werden. Das könnte richtig nervig werden. Aber Pixie hat nichts, was es heilt. Sieht jedenfalls danach aus. Notfalls könnten wir die Ekelsamen-Strategie machen. Perfekt. Paralysiert. Kosmik-Kraft. Was macht das? Angriff und Spezialangriff oder so? Verteidigung steigt. Spezialverteidigung steigt. Okay, ein Feuer-Odem sollte aber reichen. Nicht schlecht, Sedaking. Pixie einfach mal so wegzuhauen ist eine gute Leistung. Ist eine gute Leistung. Hundemon. Ja, Hundemon stört mich jetzt auch nicht weiter. Da haben wir Surfer auf jeden Fall zur Auswahl. Feuersturm ist doppelt nicht sehr effektiv. Okay, und Surfer ist sehr effektiv. Das ist der Unterschied, Kinder. Da seht ihr mal, dass es einen Unterschied macht, ob eine Attacke sehr effektiv oder doppelt nicht sehr effektiv ist, ne? Das ist der Unterschied, den man vielleicht bemerkt dabei. So, und als letztes Pokémon haben wir Slimog. Okay, konnte Scaraborn Erdbeben? Ich weiß gar nicht mehr. Haben wir hier alle Attacken ver... Ja, konnte es. Okay, für den Notfall haben wir also was. Okidoki. Okidoki, dann würde ich sagen, Feuerodem wieder, um es zu paralysieren. Mal schauen, ob es klappen wird. Jupp, klappt gleich auf Anhieb. Das gefällt mir schon mal gut. Matschbombe kommt dann. Okay. Mal sehen, wie viel zieht's ab. Nicht allzu wenig. Nicht allzu wenig. Ja, ich würde gerne eine Erholung in Kauf nehmen. Unsere Gratis-Erholung, die wir ja haben. Weil wir schlafen zwar jetzt, aber wir haben ja immer eine Maronenbeere einmal zur Verfügung pro Kampf. Und von daher sind wir auch wieder putzmunter, putzmunter. Gut, ich würde gerne noch irgendwas haben, um die Werte des Gegners zu schwächen, weil der macht mir deutlich zu viel Schaden und auf Scaraborn zu wechseln oder so kommt daher für mich nicht in Frage. Feuerodem ist das Stärke 60? Ich muss mal kurz nachgucken, die Stärke. Ich glaube Stärke 60 war das, ne? Genau, und Surfer Stärke 95. Gut, dann lohnt sich Surfer ja, um Welten das dann einzusetzen. Dürfte dann... Ja, 2 bis 3 Surfer dürften wir benötigen. Fluch? Oh, steigert Initiative Segen und Angriff und Verteidigung, oder? Ja, Angriff ist richtig scheiße. Verteidigung natürlich auch. Aber ich denke, das wird jetzt keinen Unterschied mehr machen, wie es sich da aufpusht. Da werden wir so oder so dann durchkommen mit Scaraborn. Und das ist ja schon das letzte Pokémon, ne? Von daher, falls Sedraking jetzt hier nicht alles schaffen sollte, was es aber schafft... Nicht schlecht, Sedraking, nicht schlecht. Ja, hat auf jeden Fall schon mal eindrucksvoll bewiesen, was es drauf hat.